Willkommen zurück zu Gurius Gaming. Hier ist wieder eure Alex und ja. Last Day of the Season. Ich bin, warum auch immer, viel zu hoch, obwohl ich gar nicht so viel spiele. Dachte ich mal, wir spielen das stärkste Team in dem Game. Nämlich Mono Purple. Eine coole Variation von Mono Purple. Warum mache ich das? Ich hasse mich. Ganz einfach. Ja, zu den Kids von den drei oberen werde ich nichts sagen. Ich werde die halt einfach spielen. Sie haben alle schon ihre eigenen Videos gehabt, manchmal sogar mehrere. Ich bin bei allen drauf eingegangen. Wir wissen alle, was sie können. Um das Team zu erklären, der Ex-Purple Goku, der gibt 50% auf Strike Attack and Defense. Der Nemba ist Double Defense, ich glaube Turtz Breast Attack and Defense, bin ich sicher. Auf jeden Fall, Janemba und Turtz, beide Senkai buffen Purple Power for your Opponent, das sind die alle oberen drei. Zamasu Senkai bufft sich selber, 21 Senkai bufft sich selber und Cell. Also es sind eigentlich alle drei Triple Senkai bufft. Gehen wir mal kurz zum Equipment, da mag ich die Ansicht mehr für. Purple 21 habe ich das hier gegeben, halt einen ganzen Haufen Strike Attack, Blue Card Damage und Breast Defense. Dann habe ich ihr das hier gegeben, weil ich dachte, auch wenn Zamasu kein Android ist, bei den ganzen Senkai passt 12% Pure Strike, lohnt sich trotzdem. Dann noch Breast Defense und Breast Attack. Ich hätte Pure gehen können, aber ich habe mich dafür entschieden, dass ich das nehme, einfach weil es gibt auch sehr gut Strike Attack und hauptsächlich 15% HP auf einem nicht erweckten Equipment ist sehr, sehr gut und so kann sie ein bisschen mehr tanken, weil 21 will ja länger im Kampf bleiben für ihre Buffs. Also nicht länger im Kampf, einfach länger leben. Zell natürlich sein eigenes Brett. Dann hat er das hier bekommen, Pure Strike Pro Region. Ich hätte das natürlich auch 21 geben können, aber ich habe nur 1 zu hoch. Und es sind 4,4%, also Zell hat 1,2% mehr Pure Strike als Purple 21. Ich glaube, den Unterschied sieht man nicht so richtig. Dann habe ich noch das hier gegeben, einen Haufen Strike Attack, Best Defense und Ult und Blue Card Damage. Weil seine Ult ist unser Hauptdamage. Zamasu hat hier eigentlich die Option, einfach nur zu tanken. Deswegen habe ich ihm einfach das Purple Powerful Opponent Brett gegeben. Ich finde, er und Jiren sind die einzigen, die damit irgendwie irgendwas anfangen können, so zu tanken. Ich habe es auf Zell getestet. Man kann es machen. Aber da mache ich noch ein separates Video zu demnächst. Aber ja, das hier auf jeden Fall. Defense gegen Saiyajin ist sehr gut. Wir haben den ersten Jahr gleich direkt Max gehabt. Das finde ich eigentlich sehr gut. Weil momentan sind ein paar Saiyajins unterwegs. Vor allem USG und Broly. Strike Defense und auch ein Haufen HP. Dann das Zwangssager-Equipment. Nochmal HP, Health Restoration. Er heilt sich ja mit der Main. Er ist Vigin, er heilt sich durchgehend sowieso. Strike Defense und Breast Defense. Und dann habe ich nochmal das gegeben: Double Breast Defense und Pure Strike Pro, Defense Pro Vigin. Das sind alle. Deswegen hoffe ich mal, dass er gut tankt. Und ja, dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wir sind jetzt gerade 868. Ich möchte diese Season nicht mit Gottrang aufhören, weil ich keinen Bock auf Gruppe Z habe. Deswegen machen wir das jetzt. In der Hoffnung, ich stürze ab. Ja, rein da. Unser erster Gegner ist keine Ahnung was. Irgendwie so halb Mono Purple, halb nicht. Ich werde übrigens immer mit Cell starten, just saying, weil Zamasu will covern und Purple 21 zieht eine Strike, wenn sie reinkommt und ich möchte das nicht wasten mit ihm. Mit ihr meine ich. So, den Combo extenden. Da werden wir auch direkt PV, Zamasu zeigt, was du tanken kannst. Nameku und den Purple Free-to-Play Goku, huh? Das ist am last day of the season, I guess. Zamasu will das. Zamasu kriegt so sein Damage, also I'm all for it. Ja,
Kann ich die Key abziehen damit? Du hast wahrscheinlich eh nichts aus Blue Cards jetzt so richtig. Nehmen wir den Dragon Ball mit. Oh, er hat die gemacht, ohne Breastkarten zu haben, ha? Huh? Bitte PV mich, genau. Du willst anscheinend unbedingt. Und wir waschen hier einfach. Die Combo war sogar gedroppt. Da merkt man, wie laggy das ist, I guess. Wir machen danach mit Sadie Main. Ich will nicht unbedingt, um ihn mit der Ulze catchen, einfach wegen dem Anti, weil das GW komplett zerstört. Wenn der sich kaum noch heilen kann mit dem Wechseln, weil davon geben die von der Sustain. Ja, das ist, wie gesagt, mir komplett egal jetzt. Wir erhöhen damit die Strike-Kosten. Und ich glaube, unser Zamasu ist aufgebaut genug, dass er sogar killt. Das ist nicht die Idee vom Verlieren. Ja. Nächstes Game, I guess. Mono Purple OP. Das war ein bisschen spät zu der Aufnahme, weil ich vergessen habe, auf Aufnahme zu drücken. I'm sorry. Was ich eigentlich gesagt habe, was ihr nicht mitbekommen habt, ich habe Fusions vorher gesehen, ich habe Bardock nicht mal realisiert und ich hatte schon Angst, dass Ultra Super Vegito kommt, weil der wird unser Team wahrscheinlich in 10 Counts zerstören. Wenn nicht gar ein weniger. Die machen hier die Green, weil der wird eh covern. Das sollte auch unser Gage füllen. Ja, fast. Jetzt ist es voll. Say, hast du vor, das Game alleine zu machen oder dürfen die anderen auch noch mitspielen? Say, hast du vor, das Game alleine zu machen oder dürfen die anderen auch noch mitspielen? Reicht das mit Transformation? Reichen die Stats? Nee. Das ist nicht dein Ernst. I guess ich bin seine Main Ghost. Oh, mein Freund. Ist SV ready? Nein? Ich glaube, es war Game. Wir machen nie wieder dasselbe für Anti, bevor er seine Main macht, damit er kommt hier kommt davon. Genau das war das hier. Der war kacke. Gebe ich offen und ehrlich zu. Der war kacke. Wie viel Game hat eigentlich Purple 21 mal so aus Interesse? 3,6 Millionen. Akzeptiere ich. Ich könnte das wahrscheinlich mit dem Katro Speed machen, weil. Aber ich hatte Damasus schon ausgewählt, deswegen bei. Also, Projekt verlieren und abstürzen funktioniert nicht so gut, wie ich gehofft habe. Also, wir haben eine Möglichkeit. Tapio macht uns alle auf 1 HP oder. Oder ja, das war's. Das ist die Auswahl, die wir haben. Okay, ich dachte, das Tape hier einfach tanken. Nein. I mean, ich muss ihnen dankbar sein, dank cooler Spielern ist Projekt verlieren nicht so schwierig.
Komm schon, der macht keinen Damage, du wirst nicht covern. Okay, zu ihm darfst du. Dragonball? Ach Mann. Auch nicht. Okay, das war die letzte Hoffnung, die ich hatte. Ich muss Tapion waschen. I mean, I guess. Den Dragonball kriege ich vehement trotzdem nicht. Oh, wir haben den Dengboy. Immerhin. PV? Ah, Blue Card. Gut, damit kann ich geben, I guess. Ich nehm den Dengboy, Ich habe ja die Hoffnung, dass er droppt, aber wird er glaube ich nicht. Aber sehr gutes Tanken von Say. Er hat gedroppt. Das wäre die Möglichkeit gewesen, Kuga zu waschen. Ich hab's verpennt. Okay, Broly nehme ich auch. Natürlich, natürlich. Das hilft Projekt abstürzen auf jeden Fall. Das hilft Projekt abstürzen sehr auf jeden Fall. Ich werde sein, was ich übrigens nicht erraten dürfen, weil das ist Dragon Ball Legends, wo wir uns hier befinden. Eröffnen lasse ich mich nicht. Das Ding. Ja. Also Mono Purple ist definitiv nicht besser als Cooler. So viel kann ich euch bestätigen. Aber das hilft bei Projekt Absturz. Das ist nicht beitragen zu Projekt Absturz. Aber hey, Purple 21 Windscreen ohne Transformation, let's go. Sie ist so eh hübsch auf unverwandelt. I mean, interessantes Movie-Team. Ich glaube, meine beste Möglichkeit gegen Tapions ist übrigens, sie mit Zamasu zu rushen, weil er noch am tankigsten ist, I guess. Ich vermute mal, mit ihm würde ich am wenigsten Damage fressen. Für das ganze Team. Ist zwar immer noch katastrophal, aber weniger. Wir machen einfach die Blue Card, du coverst eben mit Broly. Wie viel Damage zählt? Ohne Gage, Triple Senkai Buff, das ist ein Squishy Broly, goodbye. Okay, doch nicht goodbye. Aber wir machen das hier und dann das. Bye. Ich kann dich bald verwandeln, deswegen lass doch mal rein. Du musst eh ein paar Kosten drin bleiben im Kampf. Aber 21 tankt auch ganz okay. Aber das liegt an die 3,6 Millionen HP. Das Equipment mit 15% ist einfach viel zu gut. Das kann man halt einfach nicht abstreiten. Du weißt, wenn ich den Cash hier gewinne, verlierst du. Das ist dir hoffentlich bewusst. Weil er Gage oder nicht, der tankt das nicht. Und Tapion kann ihn so nicht retten.
Projekt Absturz, liebe Freunde. Die Idee war verlieren. Ich sehe ein Problem beim Gegner. Wisst ihr welches? Genau, der Broly. Aber wirklich, im Ernst, Leute, ich möchte euren Broly nicht runterreden. Er ist wirklich sehr gut, heißt da, aber... Wenn ihr ihn nicht mindestens... Das sollte eigentlich gedroppt sein, aber egal. Wenn ihr Broly nicht mindestens 12 HP, spielt den nicht. Ihr tut euch keinen Gefallen damit. Du hast nur Spikes, wegen cooler. Weil, ich sag euch, Broly unter 12, der wird nichts machen. Der wird nichts machen für euch. Siehst du einfach eiskalt durch? Er sieht eiskalt durch. Okay. Bist du instant covern? Hast selber gemerkt, wie tanky dein Broly ist, ne? Okay, ich wusste nicht, dass er double covert. Wir hauen die Green raus. Weil, warum nicht? Würde mich übrigens nicht mal wundern, wenn der Typ vor mir random einen Wasch hätte. Interessante Main. Ich glaube, Samasu dürfte rein gar nichts fressen davon. Er hat auch 3,6 Millionen HP übrigens. Ja, Double kann ich geben. Wie lange darf ich ihn das machen lassen? Ich glaube, jetzt muss ich wechseln. Einfach wegen dem Dragon Ball. Danke dir. Der Typ macht einfach die randomsten Full-Range-Strikes und das funktioniert einfach. Das ist schon wild. Kannst du den bitte waschen? Ich meine das. Der hat noch nie eine Blue gemacht. Okay. Ich wasche einfach. Gebt mir Broly oder cooler. SV kann noch nicht ready sein. Wunderbar. Darf meiner auch durchgehen? Wie deiner? Dankeschön. Machen Main, weil der SV sich viel zu viel heilt. Ich strike kam gerade ein bisschen zu spät. Holy shit! Das war Damage, I guess. Randy One, es tut mir leid. Ich hoffe, du tankst das, aber ich bezweifle es. So. Tut mir leid, wirst du unterschätzen. Ja, eine Wahl hatte ich da jetzt nicht wirklich. Hopp. Und du wirst wechseln. Projekt verlieren, Leute. Es funktioniert einwandfrei. Aber der ult der mich, Alter, Hilfe. Projekt verlieren, liebe Freunde. Projekt verlieren. So,
Oha, der hat die Luca getankt. Zell einfach schlecht. Zell ist einfach nur schlecht. Unser letzter Gegner im Projekt Verlieren ist erneut ein Movies-Team. Warum zur Hölle solltest du trotzdem Dragonfist bringen? Ich will von ihm erklärt haben, was ihm dieser Charakter in diesem Match jetzt bringt. Aber egal. Das ist übrigens das letzte Match, wie schon erwähnt. Achso, mal so nebenbei. Euch ist sicher schon aufgefallen in den letzten Videos von mir, also von Alex jetzt, dass ich die Charakterwahl und wie viele Punkte ich habe und so weiter rausschneide. Das hat eigentlich keinen speziellen Grund, außer dass ich nicht will, dass die Videos viel zu lang sind und ich dachte, so kann ich halt am meisten sparen, wenn ich erst im Garde-Bildschirm ab dem zweiten Game anfange. Ihr könnt mir aber gerne in die Kommentare schreiben, ob es euch wichtig ist, zumindest die Teams am Anfang zu sehen. Dann kann ich das nämlich gern wieder einführen. Und wenn nicht, dann halt eben nicht. Dann hört dann lassen wir es so, wie es jetzt einfach ist. Dragonfist hat dir sehr viel gebracht in diesem Game. Definitiv. Ich frage erneut, warum war er hier? Ich habe Kuras noch nicht ready, ich hoffe es einfach mal. Super. Also das Ziel mit Zamasu zu killen hat schon mal funktioniert. Wir haben nur keine Ults mehr, um uns zu heilen. Ja, ich will gar nicht wissen, wie viel die anderen gefressen hätten. Und Zamasu ist dead. Perfekt. Main oder... Werden wir jetzt gecoolert? Ich glaube, wir werden hier gecoolert. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen, liken und abonnieren nicht vergessen. Ich hoffe, meine Mono-Purple-Variation hat euch gefallen und das Team ist immer noch das beste Team für einige. Purple21, beste Waifu, fuck you, Cooler. Bis zum nächsten Mal, eure Alex. Projekt verlieren hat nicht funktioniert. Ich glaube, ich bin höher als vorher. Viel höher, wir haben nur einen Boost bekommen. Juhu.